Das Ende des 19. Jahrhunderts zu Ehren des deutschen Kaisers Wilhelm I. errichtete Kyffhäuser-Denkmal im thüringischen Kyffhäuser-Kreis trägt im Frühjahr 2012 ein Rüstkleid. Dafür verantwortlich ist ein Team von BSB Bau und Spezialgerüstbau. Hier, wo das kupferne Reiterstandbild mit dem deutschen Reichsgründer Wilhelm I. quasi über dem schlafenden Kaiser Friedrich I., bekannt auch als Friedrich Barbarossa, weithin sichtbar ins Thüringer Land ragt, zeigt das 81 Meter hohe Monumentalbauwerk, das zu den größten seiner Art in ganz Deutschland zählt, sichtbare Verschleißerscheinungen im markanten rötlichen Mauerwerk. Enrico, seit wann baut ihr hier und was konkret müsst ihr machen? Wir sind seit 6 Wochen an dem Bauvorhaben Kyffhäuser dran und rüsten die Fassade ein, damit die Fugen und die Steine bearbeitet werden können. Durch witterungsbedingt ist der Stein sehr porös und die Fugen sind offen und die werden dann wieder herausgeschnitten und saniert und wieder verschlossen. Was ist hier für einen Gerüstbau vielleicht an Besonderheiten noch zu beachten? Ja, das Denkmal geht nicht gerade nach oben. Das ist, das läuft schräg nach oben und jedes Mal die Gerüste immer dann nach innen zu bauen. Also ist eine lotrecht sozusagen? Ist nicht lotrecht. BSB-Geschäftsführer Jörg Franke machte sich am 8. Mai 2012 bei einem Kurzbesuch vor Ort ein Bild vom Fortgang der Arbeiten. Schon was Besonderes gefunden? Hier ist ja der Barbarossa, der Friedrich Barbarossa. Barbarossa-Schatz haben wir noch nicht gefunden. Es gibt viele Mythen, aber keiner weiß, wo er ist. Aber ihr sucht noch? Wir sind am Suchen.